Hallo, herzlich willkommen, Andreas Riembacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Nahrungsergänzung bzw. Nahrungsergänzungshersteller und Strukturvertriebler, die mich im Moment bombardieren mit Nachrichten, wahrscheinlich bedingt durch den Kontakt mit Anja Polser, die ich gerade coache, und auch durch den Calvin Hollywood, dem ich natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehe. Entdecken natürlich der ein oder andere Hersteller und der ein oder andere Strukturvertriebler, entdeckt das Werbepotenzial von Herrn Riembacher und würde mich gern vor seinen Karren spannen. Ich lasse mich persönlich nur vor einen Karren spannen, dessen Karreninhalt ich kenne und dessen Karreninhalt ich weiß, dass es Sinn macht. Da in den meisten Fällen die Strukturvertriebler und die Nahrungsergänzungshersteller natürlich darauf bedacht sind, ihr Präparat in den Mittelpunkt zu stellen und dass natürlich alle dann erzielten Resultate in Form von Gewichtsreduktion, in Form von sportlicher Leistungsfähigkeit beruhen natürlich nur noch auf der Tatsache, dass natürlich dieses spezielle Präparat von diesem speziellen Hersteller genommen wurde. Und das ist nicht das, was ich eben vertrete, das ist nicht das, was ich vertreten kann, das ist nicht das, was ich guten Herzens an meine Kunden, an meine Zuschauer, an meine Fans weitergeben kann und möchte, sondern bei mir zählt nach wie vor immer noch die Grundernährung, die Basisernährung, das ist das Hauptsächliche, das ist die, sind die Grundpfeiler von allem. Genauso natürlich wie eben der durchdachte Sport, wie der gesunde, intensive Fitnesssport in allen seinen Komponenten. Und dann kommt irgendwann mal ganz am Ende sogar noch die ein oder andere Nahrungsergänzung, die ich selber auch nutze. Ich werde jetzt ja auch keine Werbung machen, von wem diese Nahrungsergänzung ist. Es ist nur so, dass ich natürlich tagsüber gewisses Protein, nach dem Training gewisses Protein nutze, dass ich Aminosäuren benutze vor dem Training, während des Trainings, auch vielleicht mal unbedingt nach dem Training, dass ich auch in der Reduktionsphase, dann wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf ein Fotoshooting vorbereite, ich natürlich gewisse Booster nutze, die natürlich erstens mal erlaubt sind in Deutschland, verkehrsfähig sind, die natürlich auch Nutzen haben. In der Regel ist da Grüntee und Guarana unter anderem mit dabei. Die eine oder andere Aminosäure ist noch mit drin, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Warum? Weil das hauptsächliche Resultat, was die Gewichtsreduktion oder auch die sportliche Leistungsfähigkeit anbetrifft, ist das Resultat von einer entsprechend strukturierten Ernährung und natürlich eben von entsprechend strukturierter Trainingsplanung. Und das war's schon. Deswegen, alle liebe Strukturvertriebler, Nahrungsergänzungsmittelhersteller, es gibt bestimmt im Internet den einen oder anderen Coach, was auch immer, Fitnesstrainer, Personaltrainer, nur reiner Online-Coach, gibt es ganz viele. Da findet sich bestimmt der eine oder andere drunter, der das gerne machen möchte, der gerne auch mal eben kostenfrei eure Produkte testen würde und natürlich auch kostenfrei Videos online stellen, kostenfrei bei allen möglichen Plattformen für eure Präparate natürlich Werbung machen möchte. Ich bin es nicht und deswegen bitte ich alle, mir nicht mit irgendwelchen Nachrichten zu bombardieren und vor allem nicht so penetrant zu sein und mindestens 5-mal nachzufragen, obwohl eigentlich die Antwort beim ersten Mal schon klar war. Vielen Dank, das war's schon. Andreas Riembacher, Hörtrainer aus Karlsruhe mit dem Motto: Deine gesunde Ernährung, dein gesunder Fitness-Lifestyle, dein gesundes Training, meine Aufgabe.